herzlich willkommen, liebe Clubfans. Neue Woche, das heißt auch für uns neues Interview. Wir wollen diese Woche gar nicht so viel über Fußball reden, vielleicht ein kleines bisschen am Anfang, aber wir haben jemanden rausgesucht, der ein ganz besonderes Hobby hat, was er zu Hause ausführt. Olli Sorg ist da. Olli, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, für dich immer. Das freut mich. 7 Wochen ist es her, dass ihr das letzte Pflichtspiel hattet. Über 7 Wochen. Jetzt schon etwas mehr als 4 Wochen wieder im Training, aber nur in kleinen Gruppen. Erzähl mal, wie groß ist bei dir die Sehnsucht, dass es vielleicht demnächst wieder richtig losgeht? Ja, ich denke, bei uns allen sehr groß. Es ist natürlich schon eine krasse Umstellung jetzt, wenn man so aus dem Rhythmus gezogen wird. Jetzt halt schwierig auch mit den kleinen Gruppen. Also den normalen Ablauf, den wir jetzt so während der Saison haben, der fällt natürlich komplett weg. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir überhaupt in kleinen Gruppen trainieren dürfen, dass wir ein bisschen was machen können, dass wir uns fit halten können. Und ja, ich denke, das nutzen die Trainer schon ganz gut, um uns fit zu bekommen, dass, wenn es dann wirklich wieder losgeht, dass wir dann auch voll am Start sind. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben, wie sich das Training im Laufe der 4 Wochen, die ihr jetzt dabei seid, in kleinen Gruppen verändert hat? Am Anfang gab es viel Grundlagen, haben die ein oder anderen Kollegen erzählt, also Ausdauer, Athletik. Wo seid ihr jetzt aktuell? Wie sieht das aus? Ja, jetzt die letzten 2 Tage durften wir mal ein bisschen flanken und aufs Tor schießen, was natürlich für einen Fußballer immer ein Highlight ist. Aber sie sind ja auch nicht blöd, sondern sie verbinden das natürlich immer mit Sprints, dass man dann nach den vielen Sprints dann auch mal zum Abschluss kommen kann, dass man so ein kleines Highlight hat. Und ja, machen sie ganz gut. Es macht, also für die Verhältnisse macht es sehr, sehr viel Spaß. Und das ist, denke ich, in der Situation gar nicht so schlecht. Für euch ging es ja nach dem Spiel gegen Hannover erstmal in Quarantäne, weil es einen positiven Fall gab. Würdest du sagen, für dich, wir kommen mal weg zum Fußball, für dich war es eigentlich ein positiver Effekt, in Anführungsstrichen, dass du mehr Zeit hattest für dein etwas ungewöhnlicheres Hobby? Nein, eigentlich nicht. Weil das Problem ist, dafür muss ich in Obi fahren oder zum Holzhändler. Und ich durfte das Haus nicht verlassen. Und meine Frau, die konnte ich nicht in Obi schicken, weil es erstmal sehr, sehr viel ist, was ich eigentlich immer brauche. Und ja, meine Obi-Besuche, die gehen dann schon noch mal 2 Stunden oder sowas, bis ich da wirklich alles beisammen habe, dass ich zufrieden bin. Für alle die, die es nicht wissen, Olli Sorg ist, das haben wir im Sommerinterview schon mal angedeutet, relativ affin, was das Handwerken angeht, vor allem mit Holz arbeitest du viel. Erzähl mal, wie viel Zeit steckst du denn da momentan rein und vielleicht im Verhältnis dazu, wie war es vorher, wo die Saison normal lief? Ja, es ist eigentlich immer unterschiedlich. Also wenn ich jetzt ein Projekt habe, jetzt habe ich für den Emilio von Walle, den Sohn, habe ich jetzt ein Bett gebaut. Dann versuche ich das schon relativ knackig auch durchzubringen. Also ich, keine Ahnung, da war ich vielleicht 4, 5 Tage dran, habe das aber dann eigentlich gut vereinbaren können. Also ich hatte noch, wir haben ja nicht so viel am Tag zu tun. Wir trainieren einmal. Ansonsten haben wir sehr viel Freizeit und da kriegt man eigentlich ganz gut alles unter den Hut, auch wenn es dann mal 4, 5 Stunden am Tag oder sowas sind. Du hast gerade schon gesagt, du hast für Walle was gemacht. Felix Lohkemper hat auch was bei Instagram gepostet, dass du was für ihn gemacht hast. Im Sommer, als wir gesprochen haben bei deinem Vorstellungsinterview, hast du gesagt, die Nachfrage von der Mannschaft ist im Moment noch gering, weil es an Kindern, an Nachwuchs fehlt. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Ist jetzt mehr Nachfrage da? Ja, es legen immer mehr Leute los. Der Klandi hat jetzt nachgelegt, mit dem habe ich auch schon gesprochen über ein Bettchen, aber da brauchen wir jetzt ja Platz für 2. Ja, jetzt sind wir gerade dran mit unserem Athletiktrainer, mit dem Flo, am Überlegen, was wir seinem Sohn bauen und wie wir das dann nach Österreich bekommen. Ja, und der Felix Lohkemper hat nachgelegt oder hat, nicht nachgelegt, hat, ist was unterwegs, sagen wir so. Und ja, freut mich immer sehr, wenn ich da mit den Jungs zusammen sowas machen kann für ihre Kinder. Wie ist denn das? Du hast gesagt, dein Vater hat dir das schon früher in die Wiege quasi mitgelegt, hat dich mit seinem alten Werkzeug versorgt etc. Du hast schon von klein auf immer mit ihm mitgewerkelt. Tauscht ihr euch da jetzt aktuell dann auch aus? Gibt er dir Feedback zu deinen jetzigen Kunstwerken oder Bauwerken? Beziehungsweise holst du dir vielleicht auch mal Tipps von ihm? Das nicht mehr. Das mache ich mittlerweile eher über YouTube. Also es ist mein Vater hat eigentlich auch nichts mit Holz zu tun. Also der ist Klempnermeister, der ist jetzt auch kein gelehrter Schreiner oder Tischlermeister, sondern ja, hat es auch irgendwie so ein bisschen wie ich halt einfach mal probiert und wenn es nicht geklappt hat, machst du es halt nochmal.
Ich versuche mir das Ganze so über YouTube dann so ein bisschen beizubringen, wenn ich mal was nicht kann, und probiere das dann so oft, bis es dann ganz schick aussieht, dass ich zufrieden bin. Die Resultate schicke ich ihm dann immer. Ja, Kritik gibt es meistens nicht. ja, dafür weiß er, dass es mir zu viel Spaß macht und will mich da jetzt nicht runterziehen, wenn mal was nicht so gerade ist, wie es sein soll. Aber du hast gerade, wenn du ausprobierst, solange bis du irgendwie zufrieden bist, heißt das dann auch, dass zwischendurch mal Sachen wieder zerstört werden, zerschrottet werden, weil du sagst, ich muss da nochmal neu Ja, es ansetzen? ist halt, weil ich es ja jetzt für meine Familie oder für die Freunde baue, dann will ich halt auch, dass es perfekt ist. Also ich würde das jetzt auch gern, wenn jemand was für mich baut, dann würde ich schon auch gern perfekt haben. Und nicht jeden Tag da drauf schauen und denken, ah, der Schlitz, der regt mich da schon auf, der ist halt mal nicht gleichmäßig, das kann nicht sein. Deswegen kann es schon sein, dass ich für einmal ein Projekt mehrmals in Obi fahren muss, weil ich Holz nachkaufen muss, weil das andere irgendwie gegen die Wand geflogen ist oder keine Ahnung. Was war denn dein bislang größtes Projekt? Was würdest du sagen, was war das Schwierigste oder das Größte, wo du am längsten dran gesessen hast? Ich habe, der Felix Klaus und seine Frau haben bei mir, also wir haben ja zusammen in Hannover gespielt und da waren die natürlich auch oft bei uns zu Besuch und haben von der Annie die ganzen Sachen gesehen. Die haben den Einkaufsladen, die Küche, ja, viele Dinge gesehen, einfach die sie ganz schön fanden. Und dann, da sie jetzt Nachwuchs bekommen haben, sind sie dann auf die Idee gekommen, ein kleines Kindercafé für ihre Kleine haben zu wollen. Und das ist echt richtig cool geworden, hat aber richtig viel Zeit auch gekostet, weil es halt sehr detailverliebt war, das Ganze auch. Ja, also ich glaube, die Küche, die da drin ist, die kann mit unserer mithalten hier im Haus. Wo holst du dir denn da die Inspiration her? Ist das dann, dass diejenigen Kollegen sagen, ich möchte, stell mir das und das vor? Oder sagst du, also die sagen, ich brauche eine Küche beispielsweise für meine Kleine oder für meinen Kleinen und du sagst dann, okay, ich könnte die so und so gestalten? Oder ist das dann wirklich von denen schon konkret vorgegeben? Ja, mal so, mal so. Also manche schicken mir irgendwas, was sie bei Pinterest sehen oder sowas. Ich baue es dann dementsprechend halt um nach ihren Wünschen. Aber manchmal ist es auch so, dass ich jetzt telefoniere und die sagen, ich hätte es gern da und die Ecke hätte ich gern rund und da hätte ich es gern eckig. Und dann basteln wir halt so lange rum, bis es dann auch perfekt passt. Ist das, was du gerade gesagt hast, das für Felix Klaus, das Kunstwerk, ist das auch das, wo du am besonders stolz drauf bist, das, wo du sagst, das ist das, was am besten gelungen ist? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das war für mich bislang das mein persönliches Highlight? Ich glaube, der VW Bulli von Martin Harnik, seinem Sohn, der ist so ein bisschen ein Highlight in der Sammlung bisher. Und da war es aber auch so, da haben wir uns unterhalten und dann war es erst, ja, ich möchte so ein Feuerwehrauto, dann war es erst ein Feuerwehrauto und dann haben wir uns aber hingesetzt und haben ein bisschen im Internet geschaut und dann wurde es halt ein VW-Bus und den wollte ich ihnen aber eigentlich ausreden, weil vorne da diese runde Front vorne ist und Holz ist meistens eckig und ist nicht so einfach, das da irgendwie rund zu bekommen. Und ja, das war wirklich ein Riesenakt. Aber das Resultat war echt top und deswegen glaube ich, ist das so ein bisschen ein Highlight auch. Du hast also alles letztlich Learning by Doing dir selber beigebracht. Ist das für dich dann auch, wir haben es im Sommer schon so ein bisschen mal thematisiert, was, wo du sagen würdest, da kann ich mir durchaus vorstellen, später irgendwie eine eigene Firma zu haben oder sonst was, irgendwie zu arbeiten und das dann auch tatsächlich nach der Karriere hauptberuflich zu machen? Ja, total. Also mir macht es richtig Spaß, auch wenn wir abends manchmal auf der Couch sitzen. Liest meine Frau am E-Book und ich schaue halt irgendwelche YouTube-Videos oder schaue nach irgendwelchen neuen Maschinen oder Gimmicks, die ich mir da irgendwie bestellen könnte, dass ich wieder was Neues dazulernen kann. Und ja, also jetzt gerade bin ich sehr detailverliebt noch. Ich glaube, da wird es zu lang gehen, wenn ich das irgendwie in der Massen Industrie machen sollte. Ja, wenn es einen Weg gibt und ich bin Hobbyhandwerker, ich bin kein Meister leider, deswegen dürfte ich auch gar kein Gewerbe anmelden. Deswegen baue ich das auch nur für meine Freunde und die Familie. Und ja, wenn es da mal eine Lösung gibt, dann wäre ich da echt offen und das würde mich sehr interessieren, muss ich sagen. Hast du vielleicht zum Abschluss noch irgendwelche Tipps für andere Heimwerker zu Hause? Ja, ich glaube, dass es in vielen steckt.
dieses Hobbyheimwerken, weil ich habe jetzt mit Sammy Rattlinger damals in Hannover, der hatte keine Ahnung, der hatte zwei linke Hände, wirklich, der hat noch nie irgendwie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt. Und durch das, dass wir auch nah aneinander gewohnt haben, war er dann halt einfach jeden Tag da. Wir haben das Bett für seinen Sohn gebaut. Und mittlerweile hat er auch ein echt großes Repertoire an Maschinen und Akkuschraubern und macht auch, wenn er es sich zutraut, macht er jetzt auch viele Sachen selber. Und ihm macht es auch richtig Spaß. Also für ihn ist das mittlerweile auch ein kleiner Ausgleich. Und ja, das kann ich jedem raten. Macht's einfach, nehmt euch irgendein Projekt vor. Wenn es nicht klappt, dann macht es nochmal und bis es dann klappt, weil danach ist man, wenn man das so sieht, ist man schon richtig stolz drauf, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, zum Abschluss machen wir natürlich noch Werbung, ne, damit alle auch wissen, wo sie deine Stücke finden können. Bei Instagram könnt ihr alle mal vorbeischauen und die Meisterwerke von dir bewundern. Da lädst du immer mal wieder was hoch und zeigst den Leuten, an was du gerade gearbeitet hast. Genau, so läuft's. Olli, danke dir und natürlich weiterhin viel Spaß beim Heimwerkern, aber dann auch natürlich beim Training und hoffentlich geht es dann auch bald wieder weiter mit der Restsaison. Danke dir. Ich auch. Sehr gerne. Mach's gut. Bis dann.